So, meine lieben Damen und Herren, und willkommen zu einem neuen Format auf den Echo Phoenix, ach, Echo Phoenix Kanal, auf den Echo eSports Koblenz Kanal, meine lieben Damen und Herren. Ich bin ein bisschen verwirrt, ein bisschen nervös, weil es auch für mich das erste Mal ist, dass ich halt kein Spiel caste, sondern halt eine Talkshow moderiere, leite. Und wie ihr seht, ich habe mich in Schale geworfen. Ich war fleißig shoppen und bin dann ganz zufälligerweise in den Echo Shop Kanal, Echo Shop gelandet und habe mich erstmal ausgestattet. Ne? Hier, Cappy, schön T-Shirt, ne? Schön. Sieht gut aus, finde ich gut. Ist heute angekommen. Ich war ein bisschen bange. Ich habe das ein bisschen spät bestellt. Fehler meinerseits. Und es ist pünktlich zu den Playoffs da. Es ist halt einfach so geil. Ich wollte es eigentlich erst morgen anziehen, wenn die Playoffs anfangen. Aber da ich 34 Jahre alt bin und nicht essen kann, habe ich sehr viel Soße über meinen Pullover geschmiert und habe mir direkt gedacht, ja, da gehst du nochmal duschen und ziehst halt das nochmal an. Und wie gesagt, ist gut, ist schön. Also das T-Shirt, muss ich halt sagen, ist halt echt endgeil. Ne? Ich fühle mich bei der Cappy, als hätte ich einen riesen Schädel, aber wie gesagt, das sollte doch nicht Thema sein. Und ja, wie gesagt, was steht heute an? Was macht er da? Warum labert er so viel Kacke? Wir machen einen kleinen Prime League Playoffs Talk mit den jeweiligen Teams, die ja, in den Playoffs sind, ne? Und das sind nämlich einmal die Echo Phoenix und die Echo Sparrows. Bei den Sparrows, das war einfach spontan. Ne? Kam einfach raus, die Idee, da wurde nachgefragt und ja. Bis jetzt haben wir nur die Phoenix, aber es soll ja auch erst kein Problem sein. Ja, was steht heute auf dem Plan? Wir werden ein bisschen über die Gruppenphase nochmal quatschen. Wir werden über die Playoffs allgemein reden, über die Vorbereitung der Teams. Was passiert? Na, sind die trainiert, haben halt Durchhaltevermögen, gucken uns ein, zwei Spiele an von denen, also nicht durchgehen, lassen sie nebenbei laufen. Und tja, dann wird sich halt so ein kleines Gesprächchen daraus rausmachen. Ne? Wenn ihr natürlich dafür seid, dass sowas öfters gemacht wird, dann gibt bitte Feedback. Am besten direkt Feedback an Philipp im Discord auch erreichbar. Wenn ihr allgemein Feedback habt, einfach ins Discord gehen, reinschreiben, boah, ich will dieses Gesicht nicht mehr sehen, das ist voll eklig. Ne, wie gesagt, dafür kann ich nichts. Aber es gibt halt auch andere, die Leute, die das machen können. Und ja, das wollte ich einfach mal kurz sagen. Wie gesagt, ich bin hyped, ich freue mich irgendwie auf die Playoffs. Die starten morgen erst. Aber nichtsdestotrotz, ja, fangen wir einfach mal an und guck mal, wer da ist. Ne? Lass uns einfach mal überraschen. Und von den Phoenixen, ne, steht auch im Titel, habe ich vor euch eingeladen. Bisher sind auch erschienen. Sind einmal der Yuki und der Torben. Den will ich natürlich jetzt erstmal begrüßen. Muss mich natürlich auch unmuten. Ne? So. Ach, ja. Hi. Achso, lol. Die sind einen ganz anderen Channel. Ich komme mal zu denen. So. Müssen noch hoch. Ah, er kommt Hi, runter. nee, ich komme runter. Ich komme zu euch. Ja, wie gesagt, die Echo Phoenixe. Heute in Begleitung mit Yuki, Marius und Torben, den Coach der Phoenixe. Hi, erstmal, ihr beiden. Und Hallo, Dankeschön, guten Tag. dass ihr euch dafür bereit erklärt habt, irgendwie mit mir zu quatschen. Von mir aus natürlich erstmal große Gratulation nochmal irgendwie. Dass ihr es in die Playoffs geschafft habt. Ich glaube, wer die Cast miterlebt hat, der hat natürlich auch gesehen, dass halt gewisserweise Dominanz da war, ja. Aber ich glaube, es war aber trotzdem nicht so einfach, wie es aussah, oder? Oder wie empfandet ihr die Gruppe? Ja, ich glaube, da sollte ein Spieler Ja. eher was zu sagen, wie die Actual Rappers Games waren, lul. Ja, Yuki. Ja, also ich glaube, dass wir vergleichsweise, wenn ich mir so die anderen Gruppen ein bisschen angeschaut habe, schon mit Blood Trident und auch Actual Rappers eine Gruppe hatten, die auch zwei sehr, sehr gute Teams dabei hatten. Mit uns halt drei.
Von daher, glaube ich, so objektiv betrachtet war die Gruppe ja, auf dem Papier schwer. Ich glaube, die einzigen Games, die für uns wirklich ja, losable gewesen waren, waren halt die beiden Games gegen Edge Rappers, auf jeden Fall. Da werden wir später nochmal speziell drauf eingehen. Ansonsten waren die Games, ja, ich möchte nicht sagen relativ easy, das klingt immer so cocky, aber ja, Aber ich sag waren. mal, so wenn der Trundamer 12-0 gegen den Set was, glaube ich, geht, Ja, dann ist das schon ja. dominant. Ja, das Spiel war auch eine andere Geschichte. Ich glaube, das war so ein 22-Uhr-Game. Das war ziemlich brutal. Das werde ich später auch nochmal zeigen. Irgendwas habe ich es auch hier gerade noch ein bisschen im Hintergrund laufen, weil ein bisschen Games so im Hintergrund laufen kann man ja ein bisschen zeigen, was da so passiert ist. Ja, wie gesagt, 14-0. Wer die Gruppe halt nicht gesehen hat, irgendwie. Ich kann es auch für euch auch nochmal kurz zeigen. Jetzt, da. So, hier haben wir nochmal die Gruppe, irgendwie Echo Phoenix ungeschlagen, 14-0, Actual Rappers mit 11-3. Wie gesagt, ich war absolut todeshyped, irgendwie, dass ihr mit denen in einer Gruppe seid, weil das halt immer noch der Grund ist, warum ich überhaupt hier bin. Blood Trident, am Anfang sehr, sehr dominant, irgendwie auf dem zweiten Platz. Ja, und die anderen waren immer so hin und her gewaschen, oder? Oder wie empfandet ihr den Rest der Gruppe? Also, Ich glaube, dass halt halt Actual Rappers und wir durchaus auch ein sehr ähnlichen Level waren. Blood Trident dann aber noch mal etwas schwächer und der Rest der Gruppe dann halt noch mal etwas schwächer. Also ich glaube, es war mehr so ein Gebündel. Also die unteren fünf waren game-technisch wahrscheinlich relativ even so und Blood Trident war besser als die, aber einfach schwächer als Actual Rappers und wir. Okay. Ja, so wie ich es halt sagen. Ja, wie gesagt, ne, man möchte auch nicht zu cocky sein. So, und jetzt befinden wir uns an dem Punkt, wo es, ich will da nicht drauf rumreiten, aber wo es bei euch mal so ein bisschen gehakt hat im Team. Ne? Playoffs, glaube ich, war immer so eine andere Geschichte, oder? Torben, wie empfindest du das? Ich meine, du bist ja auch relativ frisch in dem Team, oder? Ja, ich bin in den Playoffs beim letzten Mal dazugekommen. Und ja, da haben wir die ja leider nicht geschafft. Also, Sad One war auch meiner Meinung nach absolut mein Fehler, dass wir es nicht geschafft haben, wenn ich ehrlich bin. Und ja, diesmal neues Roster, diesmal auch Main-Position auf allen Lanes. Und das könnte halt schon mal ein riesiger Vorteil sein, würde ich sagen. Ich glaube, Ja. falls er nicht mitgekriegt hat, zuletzt, irgendwie in der letzten Split, hat Yuki auf der Top-Lane gespielt und Mounty, der aktuelle Midlaner der Ravens, in der Mitte. Und dann wurde halt durchgeswappt, ne? Richtig? Da wurde Oblu ins Team geholt und dann, glaube ich, lief die Geschichte. Ja, Ja? genau. Also wie hießen sie? Nee, nicht Budgies, Blackbirds Jetzt. hießen sie. Die haben sich ja aufgelöst und dann ist halt Otto zu uns. Und ja, sieht ganz gut aus. Und wenn man sich jetzt so die Gegner anguckt, die wir potenziell bekommen können, also was heißt potenziell bekommen können, die wir halt in den Playoffs jetzt bekommen können, sieht das, wenn man jetzt rein auf die Elo guckt, schon gut machbar aus. Ja, auf die Teams gehen wir gleich nochmal speziell ein. Ja, aber Playoffs. Best of three, ein komplettes Wochenende durch Tryharden. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Also wie spielerisch als auch irgendwie psychisch. Habt ihr da irgendwas gemacht oder denkt ihr jetzt, ja, jetzt oder nie? Yuki am besten, weil Yuki muss spielen. Das stimmt, ja. Stimmt auch von. Also ich glaube halt, dass unsere Vorbereitungen auf die Playoffs mental auf jeden Fall sehr gut sind. Ich glaube, wir wissen alle, worum es bei uns geht. Und ich habe ja schon am dritten oder vierten Spieltag gesagt, dass Playoffs das Ziel ist, die Gruppe gewinnt das Ziel ist und alles andere quasi nicht, ja, nicht passieren darf, sage ich mal. Und die Mentalität haben wir alle auf jeden Fall auch immer noch und das
war von Anfang an das Ziel und jetzt ja, müssen wir mit einem Wochenende das dann auch durchdrücken. Spielerisch, Vorbereitung ist halt bei uns ein bisschen tricky gewesen, dadurch, dass wir ja, erstmal auch mit Subs spielen müssen in den Playoffs. Dadurch, dass Freddy am ersten Spieltag nicht da sein kann und Tobi am zweiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Tobi nur morgen am ersten, beim ersten Spieler, beim ersten Best of Three ist Tobi nicht mit dabei. Okay. Beim zweiten Best of Three schon. Okay, dann, aber auf jeden Fall müssen wir halt zwischenzeitlich auch mit zwei Subs spielen. Dadurch war spielerisches Vorbereiten bei uns eher weniger die Woche. Wir haben halt einmal trainiert, aber ja, es war mehr so, ja, so unser Standard-Trainingsding halt. Von daher schauen wir einfach mal. Zieht bei uns, ist es halt erstes und zweites Game halt auf jeden Fall einfach, einfach zu gewinnen und dann mit dem vollen Roster dann die ich das mal, zu gewinnen. Genau, die etwas in Anführungsstrichen schwereren Spiele dann ja, bestreiten zu können. Ja, jetzt direkte Frage zu dir, Torben, ne? Weil ich glaube, du bist der Paperman bei den Phoenixen. Ja, gut möglich. Hast du dich auf eine gewisse Art vorbereitet? Also hast du alle Teams direkt gescoutet oder hast du nur die potenziellen, also nur die, die irgendwie in den ersten Begegnungen vorkommen können, gescoutet? Kurz mal eine Kamera ja, aus. Es war ein bisschen schwierig bei mir, weil ich ja die gesamte Woche jetzt im Seminar war. Bedeutet, ich war nicht zu Hause. Also habe ich letztes Wochenende mir alle Teams, die aus der Div 4 runterdroppen könnten, auf Div 5 angeschaut, also die dadurch in die Playoffs rutschen. Und die von Div 5 aufsteigen, da sind die meisten elo-technisch unter uns und deshalb habe ich die erstmal außen vor gelassen. Okay. Und dann, nachdem am Montag feststand, wie die Playoffs sind, also wie die Brackets sind, habe ich dann mir die Teams vorerst angeschaut. Und dann hatte ich aber während des Seminars die ganze Zeit keine Zeit und deshalb habe ich heute die Nacht durchgemacht. Aber ich habe die Teams gescoutet und alles, die wir halt potenziell bekommen können. Also die Gegner fürs erste Best of Three und fürs zweite Best of Three weiß ich ja, welche Teams. Also welche zwei Teams es sein könnten, je nachdem wer halt gewinnt. Ne? Okay. Ja, und die habe ich halt gescoutet und die fürs dritte Game noch nicht, weil dann habe ich ja eh noch einen Tag Zeit. Weil wir werden die Games gewinnen, davon gehe ich aus. Ja, das ist auch, cool auch, auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Das könnte von mir aus auch klappen und dann können wir das irgendwie Torben auch ja, die ganze Zeit voll wir machen ihr macht einen Speedrun, ja, okay. Ja, also wie gesagt, das ist halt wie gesagt was anderes. Feste Zeitpunkten. Also da gibt es halt nichts dran zu ruckeln, wie man es in einem normalen Prime League kennt, sondern A, feste Termine, B, Best of Three. Wie geht ihr damit um, dass es halt Best of Three ist? Ich meine, okay, in der Gruppenphase sind es Best of Twos, ne? In Anführungszeichen, also sich ja Hinrunde und Rückrunde in einen. Ist das für euch eine große Umstellung oder ist das für euch sogar besser? Ich glaube, das ist für uns auf jeden Fall besser, weil gerade jetzt zum Beispiel Game 1, wir gegen Gegner rangehen, wo wir elo-technisch und individuell gewinnen sollten, auf Papier. Aber man kann immer mal so ein Game irgendwie durch Cheeses verlieren oder sowas, irgendwie durch ein Early Invade, wo wir nicht hellwach sind oder durch irgendwelche Picks, die ja, die man vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hat oder ne, wie auch immer. Also man kann natürlich auch einfach mal so ein Game droppen in so einem Best of 1. Das ist in dem Best of 3 schon wieder ein bisschen wickiger. Also von daher, ich persönlich fühle mich mit einem Best of 3 auf jeden Fall wohler gegen die ersten Gegner. Ich habe mir mal so ein bisschen die Gruppen auch selber angeguckt, ne? Weil mich das auch selber super interessiert, was da für Organisationen antreten. Also das ist ja alles wirklich, also wirklich namhafte, in Anführungszeichen namhafte, ist ja wirklich dabei, ne? Also von bekannten Teams wie Leisure, ich meine, wer Leisure noch kennt, irgendwie aus der CS-Szene, die starten mit Leuten durch,
Australian Force, sogar mit auch ein Team. Dann 300, ich weiß nicht, 300 sagt mir was, aber könnt mir ruhig reinreden, wenn ihr die kennt. Die starten auch mit mindestens zwei Teams drin. InSports, auch eine sehr große Community, treten halt auch mit zwei Teams an. Ja, und Okay. wir als Echo auch mit zwei. Ne? Also ist halt schon irgendwie relativ bunt gemischt. Sogar V9B. Also sehr, sehr, sehr interessant. InSpot spielt das sogar gegen, oder ein InSpot spielt das sogar gegen Sparrows, meine ich. Ja, morgen direkt Genau. das erste Game. Es ist halt sehr, 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 sehr krass. Wird leider, also das wird leider nicht von uns gecastet. Wir casten ja morgen direkt irgendwie euch. Deswegen ist es auch ganz geil, also ganz gut, dass irgendwie dass ich mit euch schon ein bisschen quatsche. Münster finde ich ja ganz lustig. Irgendwie da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil Münster so gesehen das nächste von mir ist. Ja? Ja gut, ich lebe in Münster. Ach, du lebst in Also Münster? Aua. tatsächlich, ja. Aua. Ja, dann erstmal. Dann haben wir natürlich, dann haben wir auch noch Insider-Informationen hier. Das ist ja absolut easy. Ja gut, wer Leute von Münster zuschaut, dann Yuki müsste deine Straßenpreis geben. Nee, Ja, natürlich und nicht. Team, das kannst du schon mal machen eigentlich jetzt, Yuki, fürs Team. Ja, fürs Team. Ja, aber nichtsdestotrotz irgendwie habe ich ein bisschen was vorbereitet, also beziehungsweise mir wurde was zukommen lassen. Ich habe die OPGs der jeweiligen Teams gekriegt, also der vier Teams, die am morgigen Tag auf jeden Fall möglicherweise gegeneinander spielen könnten. Das sind einmal hier von Münster. Soll ich euch die auch nochmal schicken? Vorsichtshalber. Habt ihr die irgendwie vor Augen? Also ich habe sie gerade nicht vor Augen, aber ich Okay. weiß, was da drin steht. Gut. Wie So gesagt, grob. ich lasse das einfach mal so ein bisschen runterrattern und vielleicht könnt ihr aber ein bisschen was darüber erzählen, wie er das einschätzt, irgendwie, wie die selber durch die Gruppe gekommen sind. Ich glaube, Münster, gegen die er spielt, sind selber nur Platz 2 geworden mit zwei Loses. Ja, Und die haben zwei Games verloren und sechs haben sie gewonnen, weil die Gegner nicht angetreten sind. ach so, okay. Ja, Ist genau so natürlich. haben wir auch reagiert. Ja, Ach so, okay. das ist ein bisschen traurig, ne? Also, wie gesagt, wir Sowas befinden. ist halt immer zählt. Ja. Vor allem, weil das Team halt nichts dafür kann. Ja, Also, die hätten true. ja gerne, die hätten bestimmt gerne die Games gespielt, so ist ja nicht. Aber. Dann haben wir noch irgendwie in der anderen Ecke haben wir noch das Team 300. Und, aber jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Irgendwas mit Phoenix war noch auf jeden Fall. Wird Phoenix, nein, wird Phoenix war das nicht. Western Phoenix war. Western Ja. Phoenix. Was ich natürlich will, ist natürlich, dass Phoenix gegen Phoenix spielen sollen. Ne? Da treffen sich zwei Feuervögel irgendwie auf einmal und dann wird die Map runtergerannt. Ja, dann spielen wir Anivia. Hat Anivia Nee. ein Leider nein. Papierskin, aber Papier brennt ja weg, ne? Ja, Papier brennt weg. Das Ja. wäre irgendwie kontraproduktiv. Unlucky. Aber Yuki, bist du ein Anivia-Spieler? Nee, ne? Keine Ahnung, ich Egal. glaube nicht. Also witzigerweise war mal Anivia mein allererster Main. Also vor Level 30 Oh, okay. damals Okay. habe ich Anivia gemaint. Also Ist schon ist schon eine Weile her, meinst du? Also Zwölf Jahre, ja. hast du dich immer so zu Vögeln hingezogen. Das ist ja ganz gut zu wissen. Ich Mit Yogi ist meine. halt gut zu vögeln. Entschuldigung, der Ja, musste kommen. der musste kommen. Ich meine, ich habe ja auch einfach die Breitseite halt irgendwie die Vorlage gemeistert. Ja, wie gesagt, Playoffs habe ich ja nur, also ich durfte sie ja selber nur einmal spielen, dann haben wir ein Game gespielt und waren weiter. So, das war non-spektakulär. Aber ihr habt halt eine größere Brandbreite an Spielen, ne? Also ihr habt mögliche fünf Spiele, die ihr spielen müsst. Also solltet ihr halt das erste verlieren. Und das ist halt schon ziemlich krass, ne? Und das sind ja 2 Tage durch, irgendwie 3 Tage durch, ne? Ja, Nee, dreieinhalb, zwei. zweieinhalb, zweieinhalb. Samstag 2, Sonntag Und 2, Sonntag Sonntag im 1. schlimmsten Fall drei. Ja, genau. Und wenn es halt perfekt läuft, habt ihr einfach nur 3 Spiele. Und das sollte ja dann auch irgendwie machbar sein. Also, wie schätzt ihr euch selber ein? Jetzt mal, werdet ihr diesmal die Playoffs schaffen? Seid ihr so vorbereitet, dass ihr sagen würdet, ja, wir sind auf alle möglichen Teams vorbereitet, die dazukommen können?
Oder wird das irgendwie schon eine krasse Nummer? Willst du zuerst was dazu sagen, Yuki? Oder? Ja, kann ich machen. Also ich glaube halt, dass wir vom Roster her, wenn wir mit dem Roster spielen, auf jeden Fall stark genug sind, auch 3-0 zu gehen in den Playoffs. Es wird, denke ich, durchaus darauf ankommen, wie wir halt am ersten Tag performen mit Subs, ob das, wie das harmoniert und so weiter. Aber auch da finde ich, wie gesagt, ist das bessere Freisystem für uns eigentlich nur vorteilhaft. Und ich glaube halt, wir sind wahrscheinlich das Team, wogegen keiner spielen möchte. So, ich glaube, das fasst das Ganze gut zusammen. Ich meine, wir sind von der Elo her wahrscheinlich einer der stärksten Teams in den ganzen Playoffs. Wir sind 14 zu 0 gegangen in der Gruppe. Also ich glaube, wir sind, wie gesagt, so wahrscheinlich genau die, gegen die niemand spielen möchte. Von daher bin ich persönlich ja, halt auch guter Dinge. Und auch eigentlich sehr, sehr confident, dass wir die Playoffs bestehen können. Wir haben auf jeden Fall die Qualität dazu. Wir müssen es halt dann einfach noch abrufen. Aber ja, ich finde, wir spielen zurzeit sehr consistent. Das ist auch etwas, was, was super wichtig ist für uns. Ne? Wir stehen 14 zu 0. Heißt auch, wir haben kein einziges Game gedroppt, auch nicht. Auch nicht mal Solari, Fari, mal so eins weggeworfen oder sowas. Auch als wir durch waren, keins weggeworfen. Von daher, wir sind sehr consistent zurzeit und super eingespielt. Von daher, ja, bin ich auf jeden Fall bester Dinge, dass wir die Playoffs gewinnen können. Torben, direkt weiter. Ja, also ich sehe das auch so. Wir spielen ziemlich gut. Ich meine, mit ein paar Sachen muss man trotzdem noch arbeiten, aber deshalb sind wir halt auch noch nicht Div 1 Threat. Aber was ich denke, also wir haben zwei große Vorteile. Der erste Vorteil ist Fabian, der sehr basically schon in Div 4, also ehemaliger Div 3 gespielt hat. Und demnach eigentlich auf dem Niveau halt das Ganze schon kennt. Outblue. Genau. Und dann haben wir noch den Meta-Vorteil, weil die Meta wirklich sehr für uns spricht. Momentan mit Ari, mit einem Ari-Main-OTP, wie auch immer man dich bezeichnen möchte, in einer Ari-Meta die Playoffs spielen zu dürfen, ist halt insane. Gleichzeitig haben wir einen Camille-Main und Camille ist strong und ja, also ist auf jeden Fall Vorteile, die wir hier haben, würde ich sagen, die wir das letzte Mal halt nicht hatten. Und diesmal haben wir vielleicht auch einen aufmerksameren Coach als letztes Mal. Und dann gewinnen wir das Wenn Ganze. du jetzt bald schlafen gehst. ja, wie gesagt, auf das Spiel, was ich so zukommen will, ne, wo es halt ein bisschen geschwankt hat, war das gegen Actual Rappers. Ey, kannst du mir das einmal schicken? Ich suche das die ganze Zeit. Ich wollte mir das so oft mal angucken. Ich habe das nicht mehr Gerne. gefunden, weil unsere Videos im letzten Wochen gelöscht werden, glaube ich. Kann ich das gleich machen? Ja. Gut. Aber Mach nur. ich. Mach ich. Nee, vergesse ich nicht. Ja. Auch wenn ich alt bin. Ja, wie gesagt, wer die Spiele, also wer die Begegnung Actual Rappers gegen Phoenix verfolgt hat, hat auch gemerkt, dass es halt auch ziemlich krass und knapp war. Ne? Waren da solche Sachen, die er dann irgendwie mitten in der Season behoben hat, oder waren das halt einfach irgendwie Sachen, die halt irgendwie speziell nur von den Actual Rappers kommen können? Oder können die jetzt auch in den Playoffs kommen, wo er dann ein bisschen aufpassen muss, wie er das spielt oder wie er da rangeht, was für ein Draft er macht, etc. etc. pp. Lass die Stelle mal durchlaufen. Ich habe die ja so hops genommen da. Okay. Ja. ich glaube halt, dass Actual Rappers halt einfach vom Niveau her ein Team war, was uns halt auch gepunished hat für Sachen. Das klar kann es uns auch passieren. Ich glaube, aber das Game gegen Actual Rappers hat uns eigentlich noch mehr Confidence gegeben, weil wir haben beide Games gegen Soul, Elder und Nash, beide Games hat gewonnen. Was uns halt auch vielleicht auch nochmal so ein bisschen gezeigt hat, hey, okay, wir können wirklich sehr, sehr gut teamfighten und wir können halt auch von behind spielen. Und
Ja, wir haben halt, das ist glaube ich auch etwas, was uns so stark macht. Wir haben halt nicht so diese eine Carry-Person. Ich meine, Tobi macht wahnsinnig viel, meiner Meinung nach. Also Stride, auch gerade so was Kommunikation angeht und auch was Jungle-Tracking angeht beim Gegner, ist Tobi wirklich absolut insane. Aber wir haben halt mit Fabian noch jemanden, der ein Game einfach übernehmen kann. Wir haben mit Hendrik jemanden, der ja immer auch in Teamfights durchaus mal für so einen 5-Mann-Aphelios Galeforce Ult nach vorne guckt. Weil er halt der Meinung ist, das ist gerade der Player und damit kann er das Game carryen. Und ich würde von mir behaupten, dass ich ja eigentlich nicht sterbe in solch, also in den meisten Spielen. Weil ich habe auch gegen Edge Rappers einen einzigen Tod gehabt in dem Game. In einem sehr, sehr intensen Game und das war ein reiner Int, weil ich bei Grace den vierten Drake stehlen wollte. Also ich glaube halt, dass wir auf jeder Position Carry-Potenzial haben. Und ich glaube, das macht uns halt so stark. Und wir können uns halt auch in so Games wie gegen Edge Rappers, wo wir so weit behind waren, immer darauf verlassen, dass vielleicht irgendwo mal doch noch einen Charm trifft, dass Fabian Zeit dann doch nochmal random 1 gegen 1 gewinnt. Dass wir hier an dem Teamfight Tobi doch nochmal den nächsten Kick findet und für Jinx den ersten Restart holt. Ich meine, das war halt legit Tobi, der eine Kick-Off halt Ezreal findet und halt Hendrik, der das dann Mechanic den Zähnen gut spielt. Und das sind halt so Sachen, die uns, finde ich persönlich, sehr stark machen, ne? Dass wir halt auf allen Positionen immer die Möglichkeit haben, ein Game zu gewinnen. Ja, deswegen, ich bin mega happy momentan mit dem Team und freue mich auch mega auf die Playoffs morgen. Ich bin halt mega hyped. Auch wenn ich wahrscheinlich keine Ahri spielen darf, aber. Ja. Ihr habt ja, wie gesagt, Glück würde ich das nicht nennen. Es klingt ein bisschen, als wärt ihr mit in den Game halt durch Glück halt wieder zurückgekommen. Wie du halt auch schon angesprochen hast, irgendwie, weil ist das euer massives Teamfight. Potenziell, diese Gesichter müssen direkt weg. Der Osten. Da ist er. Da ist er. Glück will ich das halt, wie gesagt, nicht nennen. Das ist halt euer Ding, dieses Teamfighting direkt irgendwie als Gruppe. Ne? Wie gesagt, wer die ganzen Streams verfolgt hat, wer die Casts verfolgt hat, hat halt auch das gemerkt, irgendwie, dass es vielleicht individuell mal so ein Stückchen weit irgendwie ins Gesicht gab. Dann aber irgendwie, sobald es halt in die Teamfight-Situation kam, ja, das halt carryen konnte. Also genauso wie du es halt irgendwie beschrieben hast. Worauf ich halt hinaus wollte, jetzt halt, das Gute war, dass das closed Game halt irgendwie early im Split war. Oder? Oder war das irgendwie eher so relativ egal? Ich glaube, das war sogar eher ein Problem, weil dadurch war weniger Zeit, um uns genau auf solche Matches halt drauf vorzubereiten. Weil ich glaube, mit dem Team, wie wir dann jetzt am Ende waren, dass wir halt die Hera-Rotations richtig machen, dass man Traps auf Jhin skillt, Lul, Ja, auf Level 4. Level 4, ja. Das war halt da noch alles nicht gegeben. Und ja, deshalb denke ich, es wäre sogar besser gewesen, wenn wir zum Beispiel im letzten Game gegen Actual Rappers gespielt hätten. Allein schon, weil es auch spannender gewesen wäre. Weil genauso Actual Rappers sich natürlich auch verbessert in dem Zeitraum. Und dann wäre das Ganze halt umso spannender geworden gegen Ende des Splits. Dass wir dann im letzten Game gegen basically den Letztplatzierten spielen, ist halt recht langweilig gewesen, so. Overall. Ja. So vom Spannungsfaktor her, meine ich jetzt. Ne, ich glaube. Und Achso, warte. ja. Nee, also ich war basically fertig. Achso, okay. Das. Auch wenn man halt irgendwie so dachte, ja, okay, Actual Rappers besiegt, danach kam halt irgendwie der nächste große Gegner, irgendwie Blood Triangle. Hier irgendwie falsch aufgelistet, die stehen nicht 0-1 Phoenix, sondern das war ein Fehler von mir. Ich habe da die 1 vergessen abzutragen, weil ich manchmal ein bisschen dumm bin. Und ja, basically war das halt
irgendwie eine brutale Vernichtung. Ne? Also gerade irgendwie auf Topside, irgendwie die Diff. Ne? Ich meine, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, der Trindamere, der halt irgendwie Sachen gemacht hat, die halt, glaube ich, irgendwie unter 18 nicht erlaubt sind. Wart ihr überrascht irgendwie, dass das Blood Trident gerade so aufgetreten ist, wie sie aufgetreten sind? Ich glaube schon, dass wir Blood Trident erstmal ein bisschen stärker eingeschätzt haben. Aber zeigt das nicht, da musste ich flashen. Ich kann ja nichts machen. Kann ja nichts machen. Das ist anders zu sagen. Ich glaube halt, wir waren auf Blood Trident ziemlich, ja, was heißt hyped, aber für uns war Blood Trident so gleiches Kaliber wie Actual Rappers, so also vom Mindset her. Wir waren, fand ich auch sehr, 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 sehr gut prepared für das Game. Und ja, dann stand Fabian plötzlich irgendwie 12-0. Ja. Das beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Also, Okay. keine Ahnung, ich habe in, ich weiß gar nicht, was ich Game 2 gespielt habe. Aria, guess, oder so, oder Weiger. Ich glaube, Weiger. Wir hatten, glaube ich, beiden Games dieselben Midlane. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie beide Games nichts getan. Vor allem hat Game 1 einfach alleine gespielt. Und ja, es kam halt nicht so viel vom Blood Trident, wie wir halt gehofft haben. Aber ja, ich glaube, das lag vielleicht auch daran, dass wir die halt extremst ernst genommen haben, so von Anfang an. Und für uns das halt, wie gesagt, mit Actual Rappers auf jeden Fall der stärkste Gegner auf Papier war. Ja, und das war schon. Ich meine, man hat ja gerade auch zum Beispiel Midlane Flash gesehen, das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen overhyped, sondern dass du halt immer für die Fights guckst und so weiter. Aber ich glaube, so war halt jeder von uns quasi vom Mindset her. Waren wir halt schon sehr, sehr ready, in allen, also zu jedem Zeitpunkt die zu fighten und für Kills zu gehen. Ja, und ja, im Endeffekt haben wir dann über Toplane gesnowballt. Oder was heißt wir? Fabian hat gesnowballt über Toplane. Ich glaube, wir haben da auch absolut nichts zu beigetragen. Weil Zumindest das Toplane Headgame, ist. er hat das absolut alleine gemacht. Ich glaube, ein Gank kam Toplane und dann war das ganze Ich meine, Toplane over. wie ich mich ja daran erinnern kann, irgendwie haben sie dann im nächsten Game haben sie Trindamere gebannt, Camille aber offen gelassen und das gleiche nochmal Genau. irgendwie schlimmer passiert. Das war das Game, ja, da habe ich Ahri gespielt, ne? Ja. Maybe. Ich kann mich halt nicht mehr. Also das war so ein. War dieses eine Ari-Game, Yuki, weißt Ausnahmsweise mal, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz irgendwie, ihr sagt auf jeden Fall, dass ihr vorbereitet seid, ne? Also, was sind denn eure Predictions? Ne? Was sind eure Predictions für morgen? Also für A, für das Wochenende und B, für den morgigen Tag, weil morgen habt ihr ja safe zwei Spiele. Ja, also ich glaube, fürs Wochenende ist für jeden die Prediction absolut klar. Nämlich, wir gewinnen das Ding. Also das ist, da wird gar nicht diskutiert. Und was jetzt das erste Game angeht, also gegen was war es, Münster? Münster. Line. Das Game ist, denke ich, schon ziemlich gut vorbereitet. Da sollte nicht viel schief gehen. Selbst wenn ich jetzt nicht mehr schlafen sollte. Und danach muss man halt gucken, wer weiterkommt von den zwei Teams, ob es 300 ist oder ob es hier die Western Phoenix sind. Da mache ich dann auch erst den Draft, wenn ich dann das genau weiß, weil ich habe genug Zeit dafür. Ich weiß schon grob, wie die Teams spielen, also ich habe schon so einen ganz groben Plan im Kopf, aber erstmal gucken, was die dann vielleicht auch in den Playoffs spielen, weil vielleicht haben die ja was prepared über die Zeit, was sie jetzt in den Dings nicht gespielt haben in der Prime League und jetzt halt in den Playoffs auspacken. Deshalb warte ich da erstmal noch ab, bevor ich da einen festen Plan mache. Aber das erste Game ist gut prepared und das sollte, denke ich, Oh, ich sehe es. recht easy gewinnbar sein. Ja. Ich bin sehr gespannt bei uns, was passieren würde bei uns, wenn wir mal ein Game verlieren. Ich meine, es ist schon echt lange her, dass wir ein Competitive Game wirklich verloren haben. Angeber. Nein, aber das ist ja durchaus eine, das ist Ist ja, halt leider das true. ist ja durchaus ein Gedanke, ne? Ich meine, wir haben ja halt schon wirklich, wirklich lang nicht mehr. Oh, wait. Oh Gott. Egal. Sorry, ich bin das wieder am Gucken.
Sag mal Ja, schnell, wir also hatten wir haben jetzt schon länger nicht mehr. das eine Scrimmage hatten wir mal verloren gegen das D4-Team. Ja, aber Scrim Aber ist halt auch. das war halt kein verloren im Sinne von, wir wurden gestompt, sondern das war halt so, ja, ein Mistake gemacht. Beziehungsweise Ja. zwei, drei Mistakes gemacht. Naja, wenn ihr auch genau wollt, was ihr verloren habt, das war das Turnier, ne? Also beide Turniers irgendwie. Aua. Ja, es ist an sich jetzt ein Auer-Moment, aber es ist halt. It hurts. Ja. Man befindet sich halt irgendwie genau in der gleichen Situation. Es war ein Best of 3 und 0-2 halt einfach komplett. Also, ich weiß nicht, ob es komplett war. Wir haben das leider nicht gecastet. Das war halt irgendwie schon eine Ansage, ne? Dann, ich meine, in der Konnte da gar nicht Prime. mehr dran erinnern. Achso, okay. Dann tut's mir leid. Weil, wie gesagt, irgendwie das war das 4-0-4 gegen das damalige AR. Die sich halt dann irgendwie auch irgendwie ein bisschen umorientiert haben. Und dann gegen, boah, ich glaube, die wurden sogar Turniersieger in diesem Konzept Cup, ne? Weiß nicht, Ich wer weiß es. es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, Ich habe wer das es. Turnier nicht mehr weiter verfolgt, Achso. bin ich ehrlich. Ich habe es noch bis zum Ende. Ich habe sogar das Ende noch mitgecastet. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, befindet man sich dann nicht in der gleichen Situation wie im Turnier, wenn das halt arg, also K.O.-System, Schrägstrich, Loser Bracket. Aber es ist ja trotzdem Best of 3, ne? Und. Aber ich glaube, das ist für uns halt nicht so relevant. Also wenn wir halt Turniere, also wenn wir Turniere mal verlieren, verlieren wir halt Turniere oder halt mal Scrim-Matches. Ich glaube, das ist für uns halt nicht so mit Emotionen verbunden. So, es sackt dann halt zwar auch, klar, und man ist danach auch nicht happy, aber ja, also so ein Playoffs-Game jetzt zu verlieren oder vielleicht sogar ein Loser-Bracket abzurutschen, ich glaube, das könnte schon problematisch sein. Also im Game zu verlieren nicht, aber ein Loser-Bracket abzurutschen, je nach Gegner durchaus. Ja, von daher, ich glaube, unsere, weil die größte Probleme könnten halt vielleicht auch wir selbst dann sein, aber auch wenn ich nicht davon ausgehe, aber könnte. Ja. Aber mal. Naja, wie gesagt, ich will da jetzt auch irgendwie kein Hass schüren oder so, dass ich da irgendwie an euch. Ich glaube, ich bin einer der übelst gehypt ist, irgendwie, dass ihr da genau die gleichen Sachen macht mit Prime, wie ihr das auch, also, ne, also in den Playoffs machen, wie ihr das auch in der Gruppenphase mit den Teams gemacht habt. Aber ich glaube, das wird nicht so. Wie bitte? Ich glaube nicht, dass das so wird. Hm. Also wir werden jetzt vielleicht im ersten Game, wenn wir noch einen Fabian haben, der vielleicht 12-0 geht, aber danach nicht mehr. Also lebt ihr mit dem Überraschungsmoment oder wie? Wie darf man das jetzt verstehen? Ich glaube, das Ja, wäre doch echt knapp, man also sollte da halt Games. nicht zu viel sagen, aber Ja, klar. Nee, also Picks wollen wir ja überhaupt nicht liegen oder welche Strategien. Dafür ist es auch nicht da. ihr müsst es gibt halt eine Corki Elo-Difference. White. Ihr müsst Corki Victor gegen mich bannen. Ganz wichtig, Mann. Bitte. Ja, ist, Bitte. und Xerath hast du vergessen. Na, Xerath ist mir egal. Aber. Also, wenn die Gegner Xerath kriegen, ist mir auch egal. Hauptsache, ich muss nicht Corki Victor spielen. Alles So, andere ist mir egal. andere Frage. Wen hättet ihr denn, so, solltet ihr das Spiel gegen Münster gewinnen, wen hättet ihr am liebsten als Gegner? Hättet ihr lieber 300 oder hättet ihr lieber die Western Phoenix? Ich kenne Wenn beide ich leider mich nicht. richtig erinnere, glaube ich, wäre ich lieber für 300, wenn ich gerade noch richtig das alles im Kopf habe. Warum? Also jetzt irgendwie, weil die. Weil ich mir da schon einen Draft mehr oder weniger im Kopf zurechtgelegt habe, den ich so ganz gut durchführen kann und wo ich weiß, dass wir da, dass die Spieler es halt gut exekutieren können, weil wir das schon öfter in der Art und Weise performt haben einfach. Wir gehen da jetzt mal von aus, alles ist so gelaufen, wie ihr es haben wollt. Das erste Spiel 2-0, zweites Spiel 2-0 und das letzte Spiel auch 2-0. So, dann seid ihr in der vierten Div. Wie seht ihr euch da gegenüber den Teams, die da schon drin sind, die halt auch irgendwie ihr Platz halt verteidigt haben? 14-0, ne? Nein. Nein, Schreibe ich mir so auf.
Also wir scrimmen ja auch durchaus gegen D4-Teams auch und ja, haben ja auch das eine oder andere D4-Team durchaus, ja, mit dem auch mal öfter scrimmen. Also ich denke, dass wir uns auf jeden Fall halten können. Klar wird es eine Umstellung sein, Teams werden auf jeden Fall stärker sein und ich gehe nicht davon aus, dass wir da so Freebies kriegen, wie jetzt zum Beispiel auch in der D5-Gruppe. Aber denke schon, dass wir, also mithalten können wir da. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir da mithalten können. Und ja, alles weitere sieht man da nicht. Ich denke, das ist auch immer ein bisschen gruppenabhängig, ne? Ich meine, wenn wir da jetzt gar zwei große Organisationen reinkriegen in der D4-Gruppe, die ambitioniert in D3 wollen, dann ist es natürlich schwerer, als wenn wir ja quasi fünf Freunde kriegen, die einfach sehr gut sind zusammen. Ne? Noni Ja, NNO beispielsweise. Also, Dogger. ich meine, ich hätte ja mega gerne, wir hätten ja letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, wenn wir durchaus weitergekommen wären und V9, hätten wir in den Playoffs auch gegen V9 gespielt. Wäre auch ziemlich cool gewesen, aber die sind auch erstes Game einfach rausgeflogen. Die sind auch 0-2 gegangen, genauso wie wir. Von daher, ja, also ich hätte schon Bock mal gegen auch größere, also ja, größere Namen jetzt nicht, aber bekanntere Leute zu spielen, ja, genau. Ich meine, Kutschers Master Promo, Grüße an Tobi, haben wir auch ein paar Mal versaut, von daher. Reingeintet oder gegen ihn gespielt? Einmal hat er uns runtergerannt und einmal sind wir ihm runtergerannt. Das ist Geben und Nehmen, oder ich Also, verstehe. ja, gut. Ja, ich glaube, Solo-Queue ist dann doch mal großartiges anderes irgendwie als Prime League, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, wie gesagt, jetzt ich weiß nicht, wie es letztens war. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, das Gute irgendwie, dass wir zwei Teams in den Playoffs haben. Also einmal ihr, ne, natürlich, und dann halt einmal die Sparrows. Wie schätzt ihr die Sparrows in der momentanen Lage ein und wie werden die durch die Playoffs kommen? Du fragst mich Sachen, ja. Du oder ich? Hier du. Nee, Eindeutig mal. du. Okay. Dachte ich mir. Also wirklich, also ich möchte jetzt keinen Hass bekommen, ne? Aber ich habe keine Ahnung von den anderen Eco-Teams jetzt. Achso, Also okay. wirklich nicht. Da bin ich absolut raus, leider. Nee, Hummingbirds also. noch ein bisschen, weil ich mit den Leuten Ey. schon gelabert habe. Ja, Das sind aber. meine Leute. Ja, ich weiß. Das ist ja auch wieder ein anderes Paar Schuhe. Ja. Naja, auf jeden Fall, Yuki, dein Part. Also ich finde halt persönlich, dass die Sparrows generell weit unter ihren Möglichkeiten spielen. In der Liga, aber auch in den Scrims gegen uns beispielsweise, finde ich, dass das ein Team ist, was mit Leuten gepickt sind, die durchaus auch auf unserem Niveau spielen müssten oder könnten, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wenn sie das abrufen, dass sie auch jedes Team schlagen können in der Liga. Oder beziehungsweise in den Playoffs jetzt. Ich weiß aber auch, dass das erste, oder wenn ich das richtig gesagt habe, das erste Team von, also gegen das, was die spielen, Gegen sieht schon, von InSports. ja, die sehen schon ziemlich böse aus, glaube ich, auf Papier. Von daher Finde ich ist jetzt es gar nicht. natürlich ein deutlich schwereres Los, als wir es haben. Aber wenn man sich da durchsetzen kann, dann sehe ich die Sparrows auch auf jeden Fall mit als Top-Kandidat aus den Playoffs rauszukommen. Wenn man dann Loser-Bracket abrutscht, dann sind es, wie du sagst, es ist ein langer Weg, vier Games ist immer, immer hart, vor allem halt vier Best of Threes dann auch noch. Aber wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die sich gut vorbereiten und auch das abrufen, was sie können, dann können die Sparrows auch auf jeden Fall aus den Playoffs rauskommen. Tom? Ja, Achso, ich hast schließe mich du. dem an, würde ich Okay. sagen. Ah, ja, du hast schon was dazu gesagt, dass du dich überhaupt nicht mit den Teams, anderen Ja, Eco-Teams so geschafft hast. das Einzige, was ich sagen kann, ist, wenn sie das erste Game gewinnen, steigen ihre Chancen massiv, dass sie generell die Playoffs schaffen, weil ist auch bei uns so, ist generell bei den Teams so, die das erste gewinnen, weil dann nochmal ein anderer Hype-Status entsteht. Also es ist ja dann nochmal ein ganz anderes Game, wenn du sagst, okay, vor allem jetzt bei den Sparrows, wenn das wirklich auf dem Papier schwierig aussieht, dann und sie diese, die dann halt schlagen können,
dann hast du natürlich als Spieler ein ganz anderes Momentum im nächsten Game. Weil du einfach denkst, wir haben die jetzt schon weggeklatscht, dann schaffen wir die jetzt auch. Und ja, also das erste Game wird dann wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, die spielen gegen drei Master und zwei GM-Peaker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Als SEO-Team. Ja, dann wird es ein hartes, aber wenn sie die schlagen, dann denke ich, ist das ein absolut starker mentaler Vorteil, den sie dann gegenüber allen anderen Teams haben. Lustigerweise, da habe ich auch einen Teil der Sparrows-Spiele casten dürfen. Und auch bei vielen zugeguckt, wo es dann mal so ein bisschen sehr kritisch war, wenn sie halt irgendwie, also wo sie gegen den damaligen Zweitplatzierten gespielt haben, das waren die Scumbags, und dann das 1-1 gegeben haben. So, und dann hatten die von mir aus, also aus meiner Sicht, einen richtig krassen Durchstarter. Dann sind die in der nächsten Partie gegangen, das war 2 Tage später, 2-0 geklatscht und ein Tiebreaker, irgendwas war auch komplett, sind sie auch komplett über die Gegner drüber gefahren. Ich finde, dass die Sparrow sich vom Grundprinzip her in der Gruppe sich echt gemacht haben. Ne? Ich meine, dass sie jetzt in den Playoffs einfahren durften, beziehungsweise den Tiebreaker spielen durften, das lag ja nicht mal in deren Hand. So, die mussten ja auch mal bangen, so, ne? Und klar, also ich sehe da massive Unterschiede, also jetzt von euch zu den Sparrows. Aber ich glaube auch, wenn die halt so einen Anschluss finden, wenn die ihre Picks haben und genug Flashes haben, dann wird das. Also dann sehe ich halt auch positiv, also wird es halt auch sehr, sehr, sehr positiv für die Sparrows halt auflaufen. Zweiter, also Fun Fact ist auch, die haben auch ein Münster-Team als potenziellen Partner. Gegner, nicht Partner. Ja, Münster ist halt natürlich eine krasse Gegend, also da leben halt auch nur Gangster. Ich würde gerade sagen, da werden auch, wird die Creme der Creme der Arimens auch geboren. Achso. Ja, also das ist halt, jeder weiß das ja nicht. Ich meine, du kennst ja auch mit Competitive aus, also gute Ari-Spieler kommen aus Münster. Gute Ari-Spieler, das sagt man ja so im deutschen Bereich, ne? Ja, klar. Weißt du, deshalb kann Noway auch keine gute Ari spielen. Das ist halt das Ding. Weil er ja nicht aus Münster kommt. Sogar Faker sagt das so. Ja, und wenn der das sagt. Dann ist das auch absolut wahr. Ja. Hätte auch sein können, dass er gesagt hat, irgendwie, dass er Münster nicht kennt. Ich meine, hin oder her, so, ne? Aber nee, wie gesagt. Ich bin halt gespannt, wie das morgen ganz so aussieht, weil ich Best of Three casten, geil. Und zwei verschiedene Teams aus Echo. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, aus dem Chat irgendwie haut da rein. Sinnvoll natürlich zu den Playoffs. Was jetzt angeht wegen Yukis Nummer oder Torms Nummer, dann das könnt ihr über Discord klären. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr noch Fragen habt, dann haut sie raus. Von mir aus, von meiner Seite aus, gibt es, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Sorry, ich brech da. Wollt ihr irgendwas noch sagen? Irgendwie Feuer und Sonnen oder whatever? Oder irgendjemand? Ja, also ist ja generell cool, wenn man ein paar Leute hat, die das Ganze auch zuschauen und vielleicht auch so Public Viewing mäßig machen. Wenn man das halt dann im Discord sieht, wäre das halt wahrscheinlich auch ganz geil. Das ist natürlich auch eine geile Idee. Ne? Ja, ich weiß, dass das eine geile Idee ist. Deswegen sage ich es ja. Aber ich bin ja auch per se sehr geil. Ja. Nein. Also, aber das führt jetzt zu einem ganz anderen Thema. Und das wäre, denke ich, ganz cool. Und ansonsten, ja, ein bisschen Hype, ne? Immer im Chat. Hilft immer, weil ich weiß zum Beispiel, dass Tobi sehr gerne am Anfang noch den Stream offen hat. Mhm. Also das kommt auf jeden Fall an, I guess. Und ja, wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Draft wird, denke ich, auch ganz cool. Vor allem, wenn es dann wirklich ins dritte Game gehen sollte, was ich nicht hoffe, aber kann ja passieren.
Dann wird es wahrscheinlich sehr interessant, weil da halt nochmal ganz andere Draft-Ideen greifen. Ja, wie gesagt, da muss nichts organisiert werden. Wer Bock auf Echo-Games hat, wer gerade nicht spielt, kommt einfach ins Discord mit Ausrufezeichen Discord, geht einfach in irgendeinen Channel, der muss ja nicht Public Viewing heißen. Wenn ich nicht caste, dann bin ich da selber. Also unglücklicherweise für die anderen, glücklicherweise für mich caste ich morgen zwei Spiele. Und wie gesagt, ich bin immer hyped, ich habe Bock auf die Echo Games und Ich glaube, es gibt auch keinen Tag, wo du keinen Bock auf Echo Games hast. Also. ja, gibt's ja auch nicht. Außer die Tage, wo kein Echo Games ist. Und da habe ich keinen Bock drauf. das ist halt. Aber wie gesagt, ich bin halt gehypt. So. Ich fühle mich hier absolut wohl. Und ja, deswegen ist dieses kleine Versuchsprojekt mit so einem Pre-Playoffs-Talk auch entstanden. Ich habe es einfach mal angefragt und mir wurde das okay gegeben, dass ich es machen konnte. Da wart ihr natürlich beide direkt am Start und habt gesagt, yo, wir sind dabei. Wo ich mich auch sehr bedanken muss, dass ihr dabei seid. Und natürlich irgendwie auch ein großes Dankeschön natürlich an Philipp, der die ganze Streaming-Orga übernommen hat. By the way, Ausrufezeichen YouTube. Die ganzen Games werden da auch hochgeladen. Und ja, von meiner Seite aus gibt es nur zu sagen, ruht euch aus. Ruht euer spielt noch ein bisschen. Und Hype für morgen, ne? Ja, der Hype ist auf jeden Ja, Fall da. gut. Ja. Dann. Ich möchte noch was sagen. Ja klar, dann Okay. sag doch. Ich möchte, weil ich sehe, dass Psyto auch die ganze Zeit im Chat ist, einmal sagen, wenn wir gegen euch nicht im Final spielen, dann reporte ich dich und du bist blockt. Wo spielt Okay. Zai? Bei 420 Peen Squad, was ja durchaus auch ein Scrim-Partner von uns ist und ich würde eigentlich schon sagen, so ein Freundesteam von uns. Ist das hier Pien? Und ja, 420 Peen, genau. Ja, Peen. Und ja, das Witzige ist halt, also wenn die 3-0 gehen und wir auch, dann spielen wir Upper Bracket Final gegeneinander. Von Ja, daher, Hype. ja, freue ich mich darauf, genau im Finale gegen euch zu spielen. Ja, nice. Von mir aus natürlich auch nochmal Daumen drücken. Wenn Yuki schon hype drauf ist, irgendwie da gegen euch zu spielen, dann möchte ich das auf jeden Fall sehen. Wir haben nur einmal einen Scrim gecastet, das war gegen AR. Danach war das so alles so ein bisschen unter Verschluss. Das wurde auch irgendwie direkt gelöscht, das Beauty. ja. Er war nicht jugendfrei. Nee, war nicht jugendfrei. Ansonsten, wie gesagt, ich drücke euch morgen die Daumen. Bin dabei, entweder am Casten oder nicht. Drückt natürlich auch den anderen Teams an, gerade, ne, Pien habe ich eben schon gesagt. Sollten die anderen Teams auch zugucken, dann drücke ich natürlich denen auch die Daumen. Gerade den Sparrows nochmal ganz speziell nochmal die Daumen drücken. Morgen gegen den harten Gegner. Freue mich, eure Substitutes casten zu dürfen. By the way, der Stream startet morgen um 15:15 circa oder 10:15, ich weiß nicht, wie Martin das handelt. Und dann caste ich mit Martin, das ist absolut geil. Er wird producen, ich werde einfach nur sitzen und meine Chips essen. Und ein bisschen was in die Gegend werfen. Ja, ansonsten gibt es mir nichts zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war jetzt eine Stunde lang. Haben wir die Phoenix behandelt, ein bisschen über das Geschehen geredet. Hast du vielleicht noch einen Ausruf, Yuki, bezüglich deines Teams? Also deines, also Hummingbirds. Hummingbirds vor, noch ein Tor oder irgendwie So ähnlich. Nee, ah nein, alles fein. Okay. Alles weitere, also wenn jemand interessiert ist am Competitive Gaming, dann checkt doch gerne unser Discord aus. Da werdet ihr alle Informationen auch zu den Hummingbirds im Decorations Channel finden und über alles weitere informiert sein. Er sucht nach Substitutes. Ja. Deswegen habe ich das angesprochen. Ich dachte, du machst ja jetzt einen großen Anruf, aber sind halt nur Substitutes. Das sind nicht nur Substitutes. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei euch. Ich werde Kein Ding. euch jetzt rauswerfen, werde nochmal eine kurze Abmoderation machen und ich hoffe ganz Echo.
Und ganz speziell, ich drücke euch morgen die Daumen. Und ja, wir sehen uns dann spätestens morgen. Jo, Dankeschön. Jo. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao. So, meine lieben Damen und Herren, ich wechsle mal kurz die Szene. Das war doch was. Das war doch mal was Ehrliches. Mal so ein kleiner Einblick irgendwie in die Teams gekriegt. Ich habe noch ein bisschen was anderes vor dazwischen gehabt, aber das habe ich irgendwie nicht reingekriegt. Wenn ihr so nochmal sowas sehen wollt, gerade irgendwie zum speziellen Team, vielleicht die Ravens, vielleicht Hummingbirds, die bald in der Prime League joinen, die Budgies, die Seahawks. Einfach Bescheid sagen, einfach in den Cast reinschreien, so, ey, wir wollen dieses x-beliebige Team mal kennenlernen. Und Seahawks, let's go. ja, Seahawks, let's go, ne? Seahawks habe ich verstanden, das ist natürlich absolut falsch. Wie gesagt, ich bin stolz und glücklich, Teil einer so großartigen Community zu sein, sonst hätte ich mich nicht so angekleidet. Ne? Hier, Liebe geht raus. Und ich bin froh, hier casten zu dürfen. Und solltet ihr Feedback haben, schreibt es in Discord, schreibt mich auf Discord an. Grüße gehen natürlich nur noch raus, irgendwie an die Sparrows. Ich weiß nicht, ob die Sparrows jetzt noch Zeit haben. Vielleicht haben die Sparrows noch Zeit, irgendwie für 1, 2 Minuten oder 5 Minuten oder 10 Minuten Gespräch. Weil ansonsten würde ich kurz wechseln. Und dann machen wir es jetzt nochmal mit den Sparrows. Wenn ihr es natürlich haben wollt. Aber es wäre natürlich, glaube ich, einfach fair, ne? Die lieben Seahawks. Nicht Seahawks. Sparrows. Oder wir beenden das jetzt hier. Toni, du bist am Drücker. Wenn du noch Bock hast, dann machen wir das gerade. Ansonsten würde ich mich jetzt auch einfach verabschieden und verlegen das auf den nächsten Tag. Vielleicht mit zwei Sparrow-Spielern, so wie wir es gerade gemacht haben. Okay. Wie gesagt, irgendwie liebe Grüße gehen nochmal raus. Und schaltet morgen ein, 14 Uhr, besorgt euch Popcorn. Ja, ich wünsche euch was. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschö mit Ö.